Moinsen Leute, herzlichst willkommen. Weiter geht er mit einer weiteren Mission. Wir sind jetzt inzwischen bei Operation 4 Mission 1, also Operationsgebiet 4 Mission, Auftrag Nummer 1. Und wir gönnen uns erstmal das Operation Briefing. Woo. Incoming transmission. You've made progress. But with the Clan Orbital Gun still in place, our main invasion force will be taken apart before it can even land. You must silence those guns. Partisans have been able to locate several emplacements, but the Clan also use mobile guns, which are constantly moved to avoid detection. The mobile guns must be found. Until they are taken out, we cannot attempt our assault on the starport. Now, the bad news. You made quite an impression. The Jaguar have mobilized fresh companies of heavy and assault class mechs in your honor and more elite pilots. So the party is over. I'm downloading your objectives and battalion is standing by. Out. Oh mein Gott, die Transmission, die Verbindungsübertragung ist mittendrin abgebrochen. Oh nein! Panik. So, auf jeden Fall. Das geht ja ganz gut voran und so. Es wurden jetzt auch einige Orbitalgeschütze ausgemacht, die auf mobilen Plattformen unterwegs sind, die wir jetzt zerstören sollen. Und es wurden jetzt allerdings auch noch weitere Clan Heavies und Assaults reaktiviert, wo Elite-Piloten drinnen sitzen sollen. Und blubberdibla, die Geschützplattformen müssen zerstört werden, damit unsere Hauptstreitmacht auch endlich mal mit eingreifen kann. Wir würden sonst auseinandergenommen werden, wenn das Ganze nicht passiert, was ein bisschen schade wäre. Und meine aktuelle Mission, Mission Briefing, hab's mir schon mal durchgelesen. Also, wir haben insgesamt 15 Tonnen Drop Weight. Also mehr nicht, 15 Tonnen. Also wir können nur Fahrzeuge droppen. Denn es wurde ein Masakari gesichtet, also ein Warhawk, hinter den feindlichen Linien, der gerade noch gewartet wird, wo kein Pilot drin sitzt, den man easy peasy übernehmen könnte. Allerdings ist es zu weit hinter den feindlichen Linien, als dass man da ein Einsatzkommando reinschicken könnte. Deshalb fahren wir mit einem... Wir treffen uns mit einem APC. Der APC wird, wie hieß der Kollege jetzt? Ich glaube Firestorm. Keimer Main. Firestorm. Jupp, da ist er. Der soll auf jeden Fall den Masakari schnappen und damit dann rüberfahren, um die mobilen Orbitalgeschütze zu zerstören. Das ist eigentlich unsere primäre Mission. Das geht allerdings nur, wenn wir hier den fetten Mech am Start haben. Auf jeden Fall werden wir von einem mobilen Flugzeug dahin geworfen. Und ich bin noch am Schwanken. Nehme ich jetzt. Also wir können 15 Tonnen mitnehmen. Nehme ich jetzt das Swiftwind Scout Car, wo nur der Sensor drin ist, wo ich dann aber 3 von habe. Weil das Gebiet ist auch vermint und wenn ich aus Versehen in Minen reinfahre mit einer Karre, ist die Karre ja wahrscheinlich sofort hinüber, was ein bisschen schade wäre. Ich habe glaube 3 Strikes, um die Minen aus dem Weg zu räumen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, also 3 von diesen Dingern wären insgesamt 15 Tonnen oder ein Pegasus Light Scout Tank würde 15 Tonnen wiegen. Hätte halt Short-Range-Missiles dabei. 3 Short-Range-Missiles, was natürlich ganz cool wäre, vielleicht sogar. Aber ist halt nicht. Ich glaube, ich versuche das mit den Swiftwind-Dingsies. Ich hoffe einfach, dass ich mich gegen nichts wehren muss. Sonst, oder was ist, wenn ich mich gegen was wehren muss? Ich nehme den Pegasus. Ich kaufe ihn jetzt und dann fahren wir das Spiel und. Okay, ich muss langsam mal Max verkaufen. Mann. Dann verkaufen wir doch mal ein Kaportenkommando hier. Ein Jumpstick-Kommando behalte ich. Angeschlagenen A. Einfach mal raus damit. Ich kann insgesamt 50 Max und anderes Zeug hier parken. Habe bereits 44, also jetzt habe ich ein bisschen weniger. Auf jeden Fall sind meine MacBase bald voll. So, Briefing Deployment. Jetzt können wir hier, ach Mist, MacBay Vehicles. So, Pegasus. Wir fahren jetzt einfach mal mit dem Pegasus los. Mit dem Pegasus los. Hier. Wop. Und müssen uns irgendwie hier lang arbeiten. Es wurde berichtet, dass hier feindliche Fahrzeuge Panzer sind und auch leichte Mechs. Also müssen wir ein bisschen aufpassen. Drücken wir mal Begin Mission. Commencing Deployment. Mech Warriors prepare for combat. Mech Warriors prepare for combat. Ich hab gar keinen. Ah, doch, klar, ich hab einen. Mal schauen, ob wir hier vielleicht was Bergiges finden können. Wo man ein bisschen scouten, spotten könnte. Wäre zumindest jetzt schon mal ein kleiner Vorteil, ne? So, du kommst mit da hoch.
Oh, da fährt ein Harrisser. Ich will mich ja mit ungefähr nichts anlegen. Have a new contact. Ach, schön, ist also auch komplett hier zu mit der Berglandschaft. Wenn ich da oben jetzt lang fahre, dann habe ich wahrscheinlich das Problem, dass sie mich packen, ne? Heizen wir mal nach unten. Mal schauen, ob wir ein bisschen durch die Bäume fahren können. Das Gute ist jetzt hier auch, zumindest mit den Schaufelschmissers können wir uns hier und da mal ein kleines bisschen durch die Bäume arbeiten. Machen auf jeden Fall einen Sneaky Ninja-mäßig. Kann der auf jeden Fall was wollen? Oh, er hat einen Laser, um Bäume wegzubrennen. Hätte ich das mal eher gewusst, dann hätte ich vielleicht tatsächlich die Scout-Autos genommen. Hier liegen auf jeden Fall, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, noch keine Minen, das ist schon mal gut. No! Was ist das? Whiffwind. Das ist so eine Aufklärungskarre, so ein Scout-Auto. Hau ich jetzt ab oder zerballer ich das Ding? Ist die Frage, verfolgt er mich, wenn ich abhau oder Lauf! Fahr! Einfach mal weiterfahren. Ich glaube, ich versuche jetzt mal zu flüchten. Brrr. Bis wir den kaputt haben, da würde ich auch schon ein bisschen Zeit ins Land gehen. Diese heldenhafte Dudel sagt, oh fuck, da kommt der nächste. Oh, der nächste Spotter. Lecco mio. Einfach raus aus der Sensorenreichweite erstmal. Mine Layer, no crew. Bad, no crew. Keine Minen, bis jetzt. Also er verfolgt mich da noch. Oh, Kikis, da ist was. Ich mag das nicht so verfolgt zu werden. Jawohl, der Elementar wurde auf jeden Fall zerschmettert, als hier folgt. Mir folgen tatsächlich beide Spotter. Wenn er zurückschießt, kriegen sie Schiss, ne? Okay, also immer wieder draufhalten. Kann man mal ein bisschen Schiss. Eine Sensordrohne wäre hier großartig. New AV. Yes, sir. Acknowledged. Guter Schütze am Start auf jeden Fall. Was haben wir da oben? Den nächsten Aerospotter. Ne, den nächsten Squiffin. Nächstes Sensor-Auto. Oh, stracken sie ihn jetzt weg? Schade. Das wäre ja großartig. Wow, Fahrt. Allen Sensorautos überall. Oh, verdammt. Ja? Den dritten Spotter. Ja, großartig. Also ein bisschen finde ich das ja übertrieben hier, ne? Drei von den Dingern. Ah, okay. Boom. Zwei von den Dingern. Fein. Okay, wir sind hier einmal im Kreis gefahren. Ja, Falcon, das freut mich doch schon mal. Alter Schwede, den hat es aber auch ganz gut mitgenommen, wa? Jetzt müssen wir mal schauen. Die Sensorkarren, die kommen jetzt tatsächlich hinterher. Das stört mich jetzt ein bisschen. Oh, warte mal, wenn man sich durch den Wald brennt. Könnte es sein, dass man dann vielleicht zu Ziel Nummer 1 kommt? No! Bye bye, Tank. Also, solange das APC noch am Start ist, bin ich zufrieden. Es ist nur noch ein Aerospotter am Start. Hier, das ist. Warte mal, hier im Wald ist ein erklärtes Ziel, Junge. Ja, der Spotter versucht noch mal langsam hinterher zu kommen. Ach komm schon, hat diesen Laser. Jetzt muss er bald auch mal anfangen zu fackeln. Ich muss vielleicht schon wieder wegfahren, da kommt der Spotter hinterher. Yes, sir. Acknowledged. Yes, sir. Wow. Der trägt zwei Strikes und er fährt selber rein. Ist das großartig oder was? Geil.
Oh Mann, also um den Pegasus-Tank tut es mir tatsächlich leid. Der Kollege, der hat sich wirklich bemüht und so was. Und es ist auch schade, dass ich jetzt keine Sensoren am Start habe. Aber gut, jetzt müssen wir uns so durchschlagen. Wow, 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 wow. Das da sind, glaube ich, Minen, oder? Ich werde immer noch verfolgt. Von der alten Sensorkarre. Weiß was? Geh mit auf den Spieren. Und wieder heldenhafte Mucke. Einmal ein Laser in den Boden gesammelt, weil... war so was wie ein Fahrzeug in meiner Nähe. Konnte ich ja nicht gutheißen. Ich habe jetzt echt Schiss. Was erwartet mich hier? Er wird theoretisch, glaube ich, von nichts verteidigt. Ich muss nur mit dem APC in die Nähe von dem Masakari fahren. War diese Mucke dabei? Mission Objective complete. Jawohl! Zeig dir mal, was ein Hake ist hier. Geil! Firestorm, welcome aboard. Willkommen an Bord, Junge. Boom. Dicke, fette Klantechnologie hier, oder was? Oh, großartig. So, hier nochmal fest, einfach mit einem drauf. Ach, geil. Das beruhigt mich jetzt, dass es geklappt hat, auf jeden Fall. Ja, nimmst du den nochmal ein, dann kannst du noch ein bisschen reparieren, Munition reinstecken und so was. Ah, sehr schön. Weil, also, große Problem hier war ja auch gerade, das APC gelöten mit seiner Crew. Hat er das Problem, dass da keine Sensoren am Start sind. Also wirklich nur Blickkontakt, oder? Mit den PVCs zerschmettert. Wunderbar. Ach, ich brauche ja eigentlich gar nicht direkt wieder reingehen. Das ist ja ein bisschen Bullshit. Zu sagen, yo, ich habe jetzt, ich glaube, eine Raketensalve abgefeuert. Von 30 möglichen. Oder 20 möglichen. Ich habe ja keine Ahnung. Aber da gehe ich lieber mal nochmal eben Munition auf. Das ist doch Bullshit. Ja, schön hoch auf dem Berg hier. Fein. Er hat der Jumpjet oder was? Yo! Bam! Body Slam! Fein. So, und zerschmettern bitte. Macht er sehr gut. So, was haben wir hier so am Start? Long Range Missiles, also diverse Tanks. Das ist nichts, was mich großartig beeindrucken würde, muss ich zugeben. Es könnte nervig werden. Und ich habe noch 3 Strikes übrig. Also diese Position, einfach um das alles zu spotten, ist unfassbar geil. Komm, du kannst ja den Small Laser auch noch eben mit dazu nehmen aus dem Crew APC. Boom! Oh, sexy. Ihr Longfish müsst das Ruf auf den Kollegen. Und sie gehen tatsächlich auf den APC. Okay, Firestorm, regel mal. Can't take the heat? Du oder der Feind? Lass dich nicht hier ablenken, ne? Und boom! Ja man, Clan Longrange Missiles hier. Clan Laser, Clan PPCs, Clan Mech! Clan! Clan Jump Jets! Body Slam! Ich finde das geil. Das sieht unfassbar gut aus, wie er hier sich durch die Luft schüttelt. Oh, so komplett unkontrolliert. So, hier müsste ja gleich dann Orbitalgeschütz am Start sein. Wo kommt dann Mac? Ein Rommel. Der schmettert. Oh, was Schnelles. U2 Ulla. Ah, Orbitalgeschütz. Wow, fuck, APC, komm weg da.
weißt du was? Schade, dafür ist nicht gereicht. Ach, dann renn mal hier hoch. Kannst du jumpen. Nein, 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 nein. Sieht ja noch ganz gut aus. Die paar Reparaturkosten nehmen wir in Kauf dafür, dass wir gleich die Türme, boom, unter Kontrolle haben. Mit den Reparaturkosten könnte ich mir auch sparen, indem ich nochmal zurückrenne und repariere. Aber da habe ich jetzt gerade gar keinen Bock drauf. So. Ah, wie geil ist das denn? Das wird der Kopf über dem Boden stecken, ne? Habe ich nur Highway House übernommen? Tatsache. Los, spring nochmal hoch, da. Wir wollen ja beide. Ja, das ist noch eine kleine ERPPC. Klar, Longwave muss ja als kleine PPC. Ich bin glücklich. Mehr brauche ich auch gar nicht heute. Das reicht mir vollkommen aus. Dicken, fetten, geilen Clan in Soulberg! Mission successful. Firestorm! Total Enemy Units Destroyed 24. Oh, guckt euch das an. Der ist in der Tat Elite. Nice. Das hat mir gut gefallen, Leute. So, 360 Tonnen Drop Weight. Drei Gruppen. Oh, und es kommen wieder diverse Trucks umher. Ach, shit, das ist eine Mission, da freue ich mich jetzt noch nicht so sehr drauf. Aber wir gucken mal, was das so mit sich bringt. An dieser Stelle erstmal besten Dank fürs Zugucken, Leute. Bis die Tage.